Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Beinlauf hier. Mit einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn es euch gut geht, geht's mir gut. Wenn es mir gut geht, es geht euch. Hey. Aber ich bin Mr. Blindlife, du bist doch Mr. Grüner Schießer. Ja, genau. Auf jeden Fall geht es heute in diesem Video darum, ich will euch den modernsten Stock der Welt zeigen. Sieht das Ganze ein bisschen mit Humor, Intro ab und dann zeige ich euch das. Normalerweise ist das ja der Blindenstock, den jeden kennt. Dieses Geräusch kennt ihr, das ist Comedy-Stock, ein ganz normaler. Aber was kann dieser Stock? Der kann nur händeln und das war's. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich will einen neuen Blindenstock. In diesem Blindenstock zeige ich euch in 3, 2, 1, 0. Okay, es war der schlechteste Übergang überhaupt, aber mein modernster Blindenstock ist mein kleiner Bruder. Ja, weil wir sprechen über das Thema Hilfe annehmen, wenn ich zu Hause bin. Aber mein kleiner Bruder hat hier hinten so drei Knöpfe. Warte. Drehen Sie sich. Wenn ich auf den Nacken drücke, geht es geradeaus. Wenn ich auf die rechte Schulter drücke, geht es nach rechts. Und auf die linke Schulter nach links. Und mein kleiner Bruder ist wie Siri. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey Bruder, bring mich zur S-Bahn. Ich habe in den Kontakten nicht die S-Bahn gefunden. Hey Bruder, bring mich zu S-Bahn Landwehr. Okay. Los. Route wurde eingestellt. Dann muss ich ihn jetzt festhalten und jetzt geht er los. S-Bahn Landwehr. Das Gute ist, mein mobiler Blindenstock oder mein moderner Blindenstock kann sogar Witze erzählen. Warte, ich frage ihn das mal kurz. Hey Bruder, erzähle... Oh mein Gott. Oh, habe ich Angst bekommen mit dem LKW. Ich hab's nicht verstanden. Bitte wiederhole es. Hey Bruder, erzähle einen Witz. Okay, ich suche nach. Warum muss man ins Bett? Weiß ich nicht. Weil der Bett nicht zu dir kommt. Oh. Oh, navigiere mich lieber weiter. Zudem hilft der kleine, der moderne Blindenstock auch dabei, die Ampeln zu erkennen. Wo ist die Ampel? Ampel wird gesucht. Erkannt. Erkannt, okay. Ist die Ampel rot oder grün? Ampelfarbe wird gesucht. Es ist rot. Steht bleiben. Seht ihr? Also von daher, so ein moderner Blindenstock ist sehr praktisch. Witzfunktion, Ampelerkennung, Gegenstandserkennung. LKW! Durch diesen Tunnel müssen wir noch. Und dann sollten wir gleich da sein. Ziel erreicht. Ah. S-Bahn-Station Landwehr. Okay. Seht ihr? Wir sind da. Beweis? Da oben. Natürlich sind wir jetzt hier bei der S-Bahn. Mein modernster Blindenstock der Welt wird auch jetzt gleich sagen, wie viele Stationen wir brauchen bis zu unserem Ziel Ohlsdorf. Hey Bruder, wie viele Stationen brauchen wir bis zum Ziel? Das wird gesucht. Genau 7 Stationen. So, mein Blindenstock muss laufen. Nein. Oh, ich habe meinen Blindenstock verloren. Wo ist mein Blindenstock? Oh, au. Oh Mann, siehst du, mein Blindenstock muss immer zu Fuß laufen. Ich darf die Rolltreppe benutzen. Und wenn man sich mal verlaufen hat, kann man den modernen Blindenstock auch fragen, wo bin ich? Warte, ich frag mal kurz. Hey Bruder, wo bin ich? Hier ist Stadt, kleiner Seepark. Okay. Versuch Nummer 2. Hey Bruder, wo bin ich? Stadtrader Seepark. Okay, wenn das stimmt, du. Ah! Ich habe zwar noch nie von so einem Parknamen gehört, aber eine Fehlerquote gibt's immer. Hey, du hast doch gesagt, sag einfach irgendeinen Namen. Hey, das darf nicht ins Video. Doch, darf's. Warte, wir müssen hier durch. Ich sehe nichts. Ah. Wie ist der Name entfallen? Deshalb habe ich irgendeinen gesagt. Aber ich weiß den Namen von diesem. Ich weiß den Namen von diesem Park auch nicht. Hast du vergessen? Hey, du hast mir Stufen nicht angesagt. Jetzt weg. Weißt du, sagst doch immer, ich kenne mich hier im Wuhlsbüttel richtig an. Das stimmt, komm ich hier rüber. Und sag bitte nicht, was hier gibt. Ihr könnt irgendwo anders sagen, aber... Das ist richtig, denn hier kenne ich mich aus. Uah, Busch. Nein, Spaß. Warum hast du die Treppe nicht gesehen? Ich habe sie gesehen, aber ich wollte nicht testen. Du bist doch der modernste Blindenstock. Du musst doch alles sagen. Ab jetzt nicht mehr. Oh, er ist kaputt. Garantie ist abgelaufen. Okay. Warte, ich schmeiß ihn mal kurz in den Müll. Nein, go. So, mein moderner Blindenstock hat mich jetzt... in den Bus gebracht. Wir wollten auch zu Fuß gehen. Genau, es geht jetzt zum Flughafen. Wir fliegen aber nicht, wir fahren noch ein bisschen weiter mit dem Bus. Aber morgen geht es ja auf große, große Reise. Ja.
Richtig, ne? Wir verreisen morgen. Ich freue mich schon. So, jetzt sind wir endlich da. Wo ist mein Bruder? Ich habe meinen Bruder verloren. So. Wir sind endlich da. Warte, wir müssen mit dem Licht filmen. Jetzt geht's nach Hause und ich habe mir etwas überlegt. Ich fasse mal kurz zusammen, bevor wir dann gleich zu Hause zum ernsten Thema kommen. So ein moderner Blindenstock ist der Mensch, denn der Mensch kann natürlich ganz, ganz viel. Dieser moderne Blindenstock hat mir sehr gut geholfen und wird mir hoffentlich auch sagen, ob ich hier rübergehen darf. Die Ampel ist rot. Na, es hat aber ein bisschen lange gedauert. Das heißt, dieser Stock hat noch diverse Fehler. Er reagiert manchmal zu langsam. Da muss man noch ein bisschen ein Update machen. Ein paar Jahre Erfahrung und dann läuft das auch mit dem modernen Blindenstock. Aber naja, es ist halt der Stock. Aber ich glaube, ich habe mich für etwas entschieden. Dass ich über die Straße gehe, weil es grün ist. Die Entscheidung ist gefallen. Moderner Blindenstock oder traditioneller Blindenstock? Ich bin immer für die Tradition. Lass mich in Ruhe, Bruder. Oh, hier ist ein Busch. Kannst du mir wieder helfen? Hallo? Nein. Nein, Spaß. Wir gehen nach Hause und kommen zum ernsten Thema. Aber, wo ist mein Bruder? Hä? Wo ist mein Bruder? Damit kann ich ihn noch hauen. Dieser Stock ist multifunktionsfähig. Genial, oder? Keine Gewalt, keine Gewalt. Was macht der da? Kamera verfolgt ihn. Oh, ich habe ihn aus der Linse verloren. Ich habe ihn verloren. Hä, wo ist der? Oh nein, der hat mich verloren. Hä, ich finde ihn nicht. Oh, verdammt. Mein kleiner Bruder ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich will noch mal ganz kurz Rino, weil ich will noch mal ganz kurz das Portemonnaie finden und vielleicht es doch kaufen. Ich fand das Portemonnaie so cool, aber ich hatte kein Geld mehr dafür, um das zu holen. Jetzt habe ich noch mal was geholt. Das heißt, wenn ich es finde, hole ich es mir. So, hier irgendwo war das und ich glaube, das war eines dieser Portemonnaies. Ja, perfekt. Genau, weil hier kann ich mich perfekt meinen Ausweis reinlegen. Und dann wie so ein FBI-Agent zeigen und dann so cool zuklappen. Yes. Okay, ich habe es mir jetzt geholt. Ich bin froh darüber. Es ist minimal größer als mein anderes Portemonnaie. Ich dachte, es wäre kleiner. Aber egal, es hat dieses coole FBI-Fach. Oder werde ich gleich meinen Ausweis reinstellen und es ist richtig cool, wenn er jemand fragt. Bam, einmal aufklappen und wieder zuklappen. Ich meine, ich habe es mir nur deswegen gekauft. Ich bin halt ein kleines Kind. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Sie wollen also hier keine Leitstreifen mehr hinbauen? Sie wollen also keine LED-Leitstreifen beleuchten? Wissen Sie, für wen ich arbeite? Hat man es gesehen? Ja. Wissen Sie, für wen ich arbeite? Ich bin Mr. Blindlife. Ich kämpfe für das Recht für blinde und sehbehinderte Menschen. Wollen Sie nochmal sehen, meinen Ausweis? Ja. Haben Sie gesehen? Nochmal? Okay, so wird es bestimmt nicht sein, aber ey, ich finde das cool. Ich finde das cool, dass, weil sonst muss ich meinen Ausweis immer aus dem Portemonnaie rausholen. Das andere ist so einigermaßen eingeknickt. Also die Wertmarke zum Beispiel. Und so kann man es richtig schön hinter so einer Klarsichtfolie, sodass du dein Portemonnaie komplett aufklappst und die Leute genau sehen können, wo ist dein Ausweis, wo ist deine Wertmarke. Und du musst halt nicht verschiedene Parts nehmen, auseinanderfriemeln und hast du nicht gesehen. Also das ist schon richtig, richtig genial. Ja. Okay, das war's. Ich gehe nach Hause. Kamera einstellen. Bisschen runter, glaube ich. Zu weit unten? Nee, ich glaube, das passt so. Mein Portemonnaie habe ich. Wo ist es? Das ist mein altes Portemonnaie. Das ist mein neues Portemonnaie. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein Hochkant-Portemonnaie. Das habe ich nämlich eben vergessen zu erklären. Und wenn du das aufklappst, hast du auf der rechten Seite nach rechts raus hin so ein Geldfach. Das heißt, du müsstest das dann quasi noch einmal drehen. In der Mitte ein Reißverschluss, da kannst du ganz hinten noch was reinpacken. Und auf der linken Seite hast du einen Knopf. Warte, der ist auf. Den mache ich mal kurz zu, dann hört man das. So. Dann kannst du oben eine Karte von oben reinschieben. Und wenn du es jetzt aufklappst, hast du links und rechts eine Folie. Und da kannst du dann links und rechts zum Beispiel einen Ausweis und eine Wertmarke reinlegen. Da musst du das vom Hochkantformat zwar einmal wieder quer drehen, aber das ist dann dieser coole FBI-Move. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du das Ding so cool aufklappst und dann so zeigst und dann wieder so zuklappst. Und ja. Ansonsten hat das natürlich ein ganz normales Geldfach. Und hinter dem Ausweisfach gibt es hier nochmal 6 Fächer, wo du verschiedene Sachen, Karten reinpacken kannst. Wie das Ding jetzt heißt, keine Ahnung, habe ich bei Reno gekauft, ehrlich gesagt. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Und das ist recht dünn, recht bequem. Kunstleder, ist kein Echtleder, war halt sehr günstig. Und ja, mein eigenes Portemonnaie habe ich seit 10 Jahren oder länger. Und ich glaube, das hat jetzt mal, kann jetzt mal abdanken.
Und wir können das Ganze mal ändern. Und bevor wir dann diesen Vlog beenden, kommen wir dann natürlich doch noch zu unserem Sprechpart, zu unserem Part, der... Ach, das muss ich ja noch erklären in einem Video. Aber ihr habt es, glaube ich, schon verstanden, aber ich mache das nochmal in Ruhe drüben in der Türkei. Hilfe annehmen. Das mit dem modernen Blindenstock, das war natürlich ein Spaß, das habt ihr ja auch gemerkt. Der moderne Blindenstock, naja, ist halt ein Mensch, eine Person, der du fragen kannst, der dir hilft. Und natürlich gibt es, also jeder Mensch ist ja unterschiedlich, aber auch bei Blinden und Sehbeeinträchtigten, also bei uns, man merkt es ja, es gibt so auch eine Gruppierung von Menschen, die eher sagen, ich lasse mir helfen, ich kann gar nichts, ich muss mir immer helfen lassen. Das kennt ihr garantiert. Und dann kennt ihr auf der anderen Seite auch garantiert die Leute, die sagen, ich mach alles alleine, gar keine Hilfe, ich gehe. So, ich denke mir so, okay, da könnt ihr vielleicht Hilfe annehmen, wäre vielleicht easier. Aber ich lasse mir nicht sagen, ich mache alles alleine. Es gibt verschiedene Gruppierungen an Menschen. Und warum ich dieses Video gemacht habe, ist einfach, um zu zeigen, dass, naja, ihr werdet es wissen, aber ich sage es trotzdem gerne, weil ich halt Themen auch ansprechen möchte, weil ich möchte nicht nur einen Vlog drehen und einfach nur euch was zeigen, dass man auch Hilfe annehmen sollte. Es kommt immer darauf an, wo und wie. Ja? Und natürlich hat so ein Stock so seine Vorteile, widerspricht nicht. So ein kleiner Bruder widerspricht gerne mal. Aber mit dem Stock kann man ja auch nicht immer alles erreichen. Ja? Da ist halt zum Beispiel ein Mensch, eine Person, der dir hilft, der dich dabei unterstützt, natürlich viel, viel besser. Natürlich bist du dann nicht wieder komplett selbstständig. Ja? Mit dem Stock bist du dann wieder selbstständiger, aber mit dem Stock hast du quasi auch deine Grenzen. Also das Ganze ist wirklich als Spaß zu verstehen. Es gibt aktuell keinen modernen Blindenstock oder sowas. Das ist einfach noch der Mensch. Wobei, es gibt verschiedene Projekte von Hochschulen, die so eine Art Electronic Guide Dog, also elektronischen Führhund, entwickeln. Also einen Stock mit so einer Rolle unten dran und dann kannst du ein Navigationsgerät angeben, dann fährt das Ding los und so. Aber alles noch absolut in den Kinderschuhen. Ja, das kann man alles noch nicht für ernst nehmen. Aber wenn ich mal die Gelegenheit hätte, würde ich euch sowas gerne mal zeigen. Aber ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Das bedeutet, für mich geht es ab morgen mit meiner Familie zusammen in die Türkei. Wir fliegen dahin. Bin jetzt mal echt gespannt, wie das wegen Corona und alles ist. Kommen wir dahin und drüben werden wir, glaube ich, alle sowieso nochmal auch kontrolliert. Da gibt es ja auch so Scanner, die dich von Weitem abscannen wegen Fieber und so. Also hoffen wir, dass das alles problemlos klappt. Und dann gehen wir in unser kleines Dörfchen und dann haben wir da wirklich eine schöne Oase, wo wir dann leben können für einige Wochen. Eine ganz entspannte Geschichte. Ich hoffe, das klappt alles. Ich war jetzt lang genug hier. Ich will gerne noch mal ein bisschen entspannen, wobei ich das auch zu Hause getan habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, für die, die von euch nicht in Urlaub gehen können, abonniert den Kanal, folgt den Videos, den Vlogs hier, denn ich möchte euch natürlich, so gut es geht, in meine Videos mit in den Urlaub nehmen, mit in eine entspannte Gegend nehmen. Wenn ihr gestresst seid oder so, sollt ihr durch diese Videos wirklich den Stress abbauen und einfach relaxen. Und ja, wer weiß, was wir so erleben. Mal gucken, wo wir überhaupt hin dürfen. Ne? Ihr wisst ja, die ganzen Restriktionen und so sind überall verschieden. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freut euch, kommt mit mir morgen mit, erlebt, wie wird das Ganze? Wird der Flug einfach? Wird der Flug voll werden? Kommen wir da überhaupt hin? Wie viele Tests müssen wir machen? Und müssen wir nicht am Ende doch wieder zurück hier in diese Wohnung? Niemand weiß es. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Blind Life Family, ihr seid die Besten. Ich liebe eure Kommentare. Auf Wiedersehen. Psch.